zweite Spieltag, gleichzeitig der Finaltag, Sonntag, 19. Januar 2020, bei den Bayerischen Einzelmeisterschaften im Tischtennis in Neumarkt in der Oberpfalz. Und der Begriff Einzelmeisterschaften vielleicht etwas irreführend für den Laien. Dazu gehört Einzel, aber auch Doppel und gemischtes Doppel. Gemischtes Doppel traditionsgemäß. Am ersten Tag, da gibt es bereits einen bayerischen Meister. Der heißt Daniel Weber. An der Seite von, ja, das war gestern, heute schon, hat es der Kameramann nicht mehr abrufbereit, wie so vieles. Zu viele Namen und ein zu schlechtes Namensgedächtnis, das im Alter von 68 nicht unbedingt besser wird. Jetzt versuche ich hier die Namen zusammenzukriegen. Viertelfinale Damen-Doppel, eines von vier. Sie kenne ich seit sehr vielen Jahren, Svenja Halle bei TV Hofstetten. Das ist ein Verein, der im Damensport seit vielen Jahren ganz vorne liegt, durch den großartigen Coach Timo Link. Auch die Partnerin Lea Fahrt, meines Wissens aus Hofstetten. Das ist Fräulein Gilbis mit der Nummer 76 und von TSV Milbertshofen. Die einzige Penholder-Spielerin, die ich in der Halle gesehen habe, am gestrigen Tag und heute. Ciao. Und eben ganz kurz durchs Bild gehuscht. Eine Schiedsrichterin, die in den letzten Jahren immer zur Stelle war, wenn es um bayerische Meisterschaften ging. Margit Mörtl aus Hof. Gerade ein beinahe tätlicher Angriff vom Doppel-Weltmeister bei den Senioren-Weltmeisterschaften in Alicante. Hauptberuflich BTTV-Geschäftsführer Dr. Carsten Matthias. Der war natürlich auch in seiner Jugend schon Bayern-Spitze, eines seiner legendärsten Spiele war, als er bei einer deutschen Meisterschaft den damaligen Topfavoriten Peter Franz aus dem Rennen brachte, aus dem Rennen warf, mit seinem gefürchteten Belagspiel, seinen ganz schwierig zu lesenden Schnittvariationen. Und hier haben wir das zweite Viertelfinale. Mit Miss Kolper, Warm, nenne ich sie gerne. Nicole Warm Hollow. Und Hollow, das sagt schon, worum es geht. Der Ehemann, ehemaliger ungarischer Nationalspieler, ungarischer Meister im Mixed und vieles mehr, Mr. Kolbermoor, die machen dort die Trainerarbeit hauptsächlich. Die Nicole also mit Trainingsrückstand, wie sie selber sagt, hat sich aber dennoch ganz gut geschlagen, wie man sieht. Daran sieht, dass sie hier zum Beispiel im Viertelfinale Damen-Doppel noch richtig gut dabei ist. Allerdings auf der anderen Seite hochkarätige Gegner, Laura Tiefenbrunner,
Franziska Schreiner, die haben sich sicherlich vorgenommen, hier den Titel zu holen. Aber möglicherweise gibt es da auch noch andere, die das gerne möchten.